Ja, das hat schon was, das hat schon was. Vielleicht, ja, vielleicht erkennst du mich jetzt. Ich bin dein Freund. Hallo Leute und willkommen zurück zu The Book of Warren, der SCP Chroniken. Ja, und wir machen einfach mal weiter. Es ist heiß. Können wir mit dem reden oder so? Hallo. Halt, kein Zutritt, oder? Sind Sie ein Freund vom Chef? Ja. Ich muss das checken. Eure Boshaftigkeit? Hier ist jemand, der behauptet, ein Freund von Ihnen zu sein. Er sollte schon ein Freund von diesem Schleimbeutel sein. Mörder, Diktatoren und Wahnsinnige vielleicht. Ja. Vermutlich. Was sagst du irgendwas zum Draht jetzt hier? Nö. Aber wieso hat er den Draht da dran gemacht? Der Draht des Kleiderbügels scheint sich stark erhitzt zu haben. Er glüht. Ach, wirklich? Der Draht des Kleider. Ach so. Und was sagt das Vieh dazu? Ha, 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 ha. Mark, Mark. Mann, 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 Mann. Setz mal die Nase ab. Hier, ich bin Freund von deinem Chef. Halt, kein Zutritt, oder? Ich muss das. Ja, check du mal. Eure Boshaftigkeit. Ja. Warum kennst du mich nicht? Guck mich doch mal an, ich bin Marge Simpson. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen aus. Oh, setz mal die Ohren auf. Ja, und jetzt noch das. Ja, das hat schon was, das hat schon was. Vielleicht, ja, vielleicht erkennst du mich jetzt. Ich bin dein Freund, Mann. Ja, ja. Mach mal ein bisschen überspringen hier. Wieso kennst du mich nicht? Guck mich doch mal an. Ich sehe verdammt cool aus. Die Idee ist, glaube ich, gut. Aber eine Perücke oder eine falsche Nase reichen einfach nicht aus. Ich glaube, du musst dir ein aufwendigeres Kostüm einfallen lassen. Ja. Kannst du vielleicht mir das Ding anziehen? Okay, ich übernehme. Nein, eigentlich solltest du, nein, eigentlich solltest du. Warte mal, mal gucken, was er dazu sagt. Die Idee mit der Verkleidung ist super. Die Wache scheint nicht die hellste zu sein. Das Problem ist Munkus. Er wird nur einen Freund hineinlassen. Bei seinem Charakter kann das eigentlich nur ein Massenmörder oder ein Wahnsinniger sein. Weiß auch nicht. Versuch's einfach weiter. Nee, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Also die Idee ist nicht so schlecht, hat er ja gesagt. Eigentlich solltest du ihm das hier geben, damit ich mich lila machen kann. Du sollst mir das anziehen. Oh, toll. Oder irgendwie sowas zumindest. Löcher reinbrennen oder so, mach mal. Löcher reinbrennen, nein. Oh, du sollst mir das anziehen. Zieh der Dong an, doch Mann. Oder wirf den Pinguin den Vorhang damit über? Damit würde der Pinguin fast wie ein kleines Vieh aussehen. Aber ehrlich gesagt finde ich, hier laufen schon genug Viecher durch die Gegend. Nicht. Dann nicht, dann gehen. Nein. Halt die Augen auf. Sollte ihn das geben? Ja, gib ihm das. Da. Okay, versuchen wir es mal weiter. Setzen wir das mal ab. Oh Mann, wie du aussiehst, echt. Nicht. Jetzt. Aha, aha. Ne?
Ja gut, das hätte ich mir auch denken können. Boah, hier gibt's auch scheiße viele Kombinationen. Aber der will's auch irgendwie nicht mehr machen. Oder klicke ich aus Versehen, das hat die Tür an? Nö. Mann, du siehst so geil aus. Okay, ich übernehme. Ja, gut. Übernehmen du. Fragen wir den mal, was er macht. Und wenn wir das Böse besiegt und die holde Jungfrau gerettet haben, was dann? Heiratest du sie und dann bekommt ihr ein paar von diesen Viehbabys mit den schrägen Stimmen? Hast dir noch nie Gedanken drüber gemacht, oder? Du bist wie mein Hund Rupert. Der ist immer den Lastendrachen hinterhergerannt und hat nach ihnen geschnappt. Wollte unbedingt einen haben. Und als er dann einmal einen erwischt hat, wusste er nicht, was er damit anfangen soll. Schon klar. Erstmal müssen wir sie befreien. Aber dann solltest du nochmal scharf nachdenken. Du bist jung und solltest deine Freiheit genießen. Ja. Halt die Augen auf. Ja. Also, ich kann Nate die Sachen auch nicht mehr geben. Das heißt... Das heißt... Ja. Du bist doch eins von diesen Viechern, oder? Dann hast du keinen Zutritt. Irgendwie... Ha. Warte mal. Hast du nicht noch den Kleiderbügel? Ist der Achso, der Kleiderbügel ist ja da. Kann nicht so schwer sein. Mann, ich sehe so verdammt geil aus. Hey, das sieht doch mal geil aus. Nicht? Ach, Kacke, Mann. Ist klar. Ha. Jetzt geht mir gerade mal wieder meine Idee aus. Hier. Halt die Augen. Mary, hast du noch was? Offensichtlich kann Mary die Luken an ihrem Bug öffnen, wenn sie will. Aber ich bin nicht scharf drauf, den restlichen Inhalt zu sehen. Okay. Nicht, dass das irgendwie ein Bug ist oder so. Ich werde wahrscheinlich gleich mal nachgucken, wenn der Part zu Ende ist. Ich versuche jetzt noch ein bisschen hier rumzuprobieren. Aber ich habe nämlich gehört, dass es bei irgendeiner Stelle einen Bug gibt, dass man da irgendwie nicht weiterkommt oder so. Und ich schätze, das ist an dieser Stelle hier einfach mal.
Dann muss ich erstmal gucken, wie ich das Problem löse. Und... ja. Wie lange haben wir denn noch? 4 Minuten. Ja, Leute, ich werde jetzt hier einen Cut machen und ich werde mal nachschauen. Nicht, dass das wirklich ein Bug ist. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Book of Unwritten Tales, die 4 Chroniken. Also haut rein, Leute.